Hermanns Küche. Der politisch-kulinarische Podcast mit Sophia Hoffmann. Live und in Farbe aus Berlin-Friedrichshain, aus der Küche von Sophia Hoffmann. Großartige Gäste, köstliches Essen und spannende Gespräche. Die heutige Folge wird von Conflict Food unterstützt. Vielleicht habt ihr schon die letzte Folge meines Podcasts gehört, in der die Gründer Salem und Gernot erzählen, wie sie vor 5 Jahren die Idee für dieses tolle Unternehmen hatten. Wenn nicht, solltet ihr das unbedingt noch nachholen. Es ist nämlich wirklich super spannend. Conflict Food handeln fair und direkt mit landestypischen Spezialitäten aus Konfliktregionen. Was mit einer abenteuerlichen Reise durch Afghanistan begann, hat sich heute zu einem nachhaltigen Marktplatz für Bäuerinnen und Bauern aus Konfliktregionen entwickelt. So kommen zum Beispiel Kaffee, Tee und Ingwer aus Myanmar, Frike, das ist ein grüner, gerösteter Hartweizen aus Palästina, und Safran aus Afghanistan auf direktem Weg zu uns auf den Tisch. Dies wiederum bedeutet für die Familien stabile Handelsbeziehungen und somit eine wichtige Lebensgrundlage. Sie können sich selbst versorgen, in der Schulbildung ihre Kinder investieren, ihr Wissen über Anbau- und Erntetechniken weitergeben und Traditionen pflegen. Den sogenannten Friedenspäckchen beigefügt ist eine Zeitung mit Good News wie Rezeptkarten zu den Produkten. Denn es ist leider so, dass meistens aus diesen Konfliktregionen ja nur die Bad News kommen und dem wollen die beiden eben entgegenwirken. Zum Jubiläumsjahr, dem 5-jährigen Geburtstag, erweitern Conflict Food das Sortiment und ab sofort gibt es auch Nachfüllpackungen, die zu 100% aus Papier bestehen und vollständig recycelt werden können. Im Gegensatz zu den Friedenspäckchen sind sie ohne diese Zeitung und diese Rezeptkarten. Dafür lädt ein QR-Code auf eine digitale Reise ein und macht die Wertschöpfungskette transparent erlebbar. Eine wunderbare, wertschätzende Geschenkidee, wie ich finde, mit großem Mehrwert für die Menschen, die Produkte produzieren und jene, die sie empfangen. Mit dem Rabattcode SOFIA15, Sophia großgeschrieben, 15, bekommt ihr zum Firmenjubiläum 15% Rabatt auf eure Bestellung im Conflict Food Online-Shop, den ich euch natürlich in den Shownotes verlinken werde. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Puh, jetzt sind wir schon so mittendrin in diesem Sommer. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Der Sommer ist ja von extrem Wetter, sage ich mal, geprägt. Heute sitze ich hier in meiner Küche und es schüttet in Strömen. Gestern war es so unfassbar heiß und stickig, dass man es kaum ausgehalten hat. Ich würde sagen, Klimawandel ist for real und wir müssen unbedingt was dagegen tun. Ich werde in diesem Kontext hier im Podcast keine Wahlempfehlung aussprechen, aber ich möchte euch alle oder an euch alle appellieren, wirklich diesen Herbst wählen zu gehen, eine Klimawahl zu treffen und dafür zu sorgen, dass auch auf politischer Ebene Bewegung stattfindet. Doch zurück zu meiner heutigen Folge. Ich habe die wunderbare Aida Bavaneshat bei mir in der Küche. Aida kennen vielleicht einige von euch schon von meiner Online-Lesung, die ich zusammen mit dem Buchladen, mit dem wunderbaren queer-feministischen Buchladen She Said hier in Berlin veranstaltet habe. Ich glaube, das war im Mai. Genau, Aida hat die Lesung zu Die kleine Hoffmann moderiert. Die kleine Hoffmann gibt es natürlich nach wie vor überall im Buchhandel zu kaufen. Es geht darin um intuitives Kochen, Umgang mit Lebensmitteln und es ist ein Standardwerk zur veganen Küche. Aber zurück zu meinem Gast. Aida ist eine wunderbare, ganz schlaue, vielseitig interessierte Frau. Sie arbeitet als Journalistin, als Schreiberin, aber eben auch als Moderatorin. Sie macht auch einen Podcast. Und ihre Schwerpunktthemen sind einerseits eben das Thema Essen und Kulinarik. Also sie arbeitet auch als Restaurantkritikerin hier in Berlin.
aber sie beschäftigt sich eben auch sehr stark mit feministischen und interkulturellen Themen. Und da gibt es ja wahnsinnig viele Schnittmengen auch zu meinen Themen. Und das ist super spannend. Ich glaube, wir haben uns sogar durch den Feminist Food Club hier in Berlin kennengelernt, der diese Themen auch aufbereitet und teilt. Ein ganz tolles Netzwerk findet ihr auch online, teile ich euch nochmal in den Shownotes. So, und jetzt genug gequatscht. Ich wünsche euch weiterhin einen stabilen Sommer und ganz viel Spaß mit der heutigen Folge mit der lieben Aida Babaneshad. Herzlich willkommen in Hoffmanns Küche. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid und ich habe eine wunderbare Gästin. Wir haben Nachmittag und wir haben, ich wollte schon sagen Kaffee und Kuchen, aber wir haben Schorle und Kuchen, weil wir beide heute schon genug Kaffee hatten, glaube ich, und sonst der Koffeinlevel uns durch die Decke treibt. Ich sage es kurz, was es gibt, weil das sage ich immer am Anfang. Es gibt heute einen sehr leckeren Orangen-Rosmarin-Olivenöl-Kuchen mit veganer Schlagsahne dazu. Und genau, und so ein Ingwer-Kurkuma-Shot, den ich jetzt einfach mit Mineralwasser aufgespritzt habe. Aida, schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass ich da sein darf, liebe Sophia. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Normalerweise kenne ich das ja nur umgekehrt. Ja, ja, krass. Du hast mir nämlich erzählt, du hast heute auch schon jemanden interviewt. Jetzt drehen wir den Spieß mal um. Und ein paar Leute kennen dich ja vielleicht auch, wenn sie bei meiner Lesung dabei waren zu meinem neuen Buch, Die kleine Hoffmann, weil die hast du moderiert. Das war auch wahnsinnig. Quatsch. Sorry. Ja. Sorry, dass ich hier reingeredet habe. Ja, das war auch ganz toll. Ich hatte mich wirklich sehr gefreut, dass du mich angefragt hattest als Moderation. Und ich war danach noch die ganze Zeit wie verzaubert. Aber ich glaube, das ging allen im Raum so. Wir haben uns einfach so gut verstanden. Das war total toll. Total. Und ich habe aber auch wirklich echt auch viel schönes Feedback von Leuten bekommen, die als ZuschauerInnen da dabei waren. Weil, ne, es waren, ich glaube, am Anfang, und wir hatten ja auch am Anfang noch gar nicht so viele Tickets verkauft. Und man hat so ein bisschen gedacht, ach, man ist jetzt schon so überdrüssig von so Online-Events. Aber es ist halt eben doch was anderes, als wenn man so ein Instagram-Live-Video macht und irgendwie so ein bisschen in die Kamera quatscht. Also allein das Setting und irgendwie die, weiß ich nicht, es war so als Gesamt und auch mit Fiamma noch von She Said und dem ganzen Team. Also es war einfach irgendwie ein, es hat gut getan, glaube ich, allen Seiten. It hit different, würde ich mal sagen. Total. Ich habe danach sogar noch kritisches Feedback bekommen. Ja. Ich glaube, weil bei sehr vielen Posts wurdest du verlinkt und ich obviously nicht, weil es ist ja dein Buch und so. Ja. Yeah. Und ich war ja quasi nur the vessel through which you spoke. Also ich habe dich immer verlinkt. Ja, 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 das ist, nee, das ist auch gar keine, ich finde das auch gar nicht schlimm. Oh Gott, ich rede mich hier um Kopf und Kragen. Es ist mir auch wirklich egal. Ich habe halt nur ein Feedback, das war eher so, da hat die Person auch uns nicht verlinkt, aber die Person war traurig, dass das Gespräch nicht aufgezeichnet wurde, weil es anscheinend voll der Talk war in einem Teil der Food-Szene, den ich, glaube ich, entweder an dem Tag oder generell nicht gesehen habe. Und dass sie sogar gern bezahlt hätte, um sich eine Aufzeichnung anzusehen. Und ich glaube, keiner von uns hat damit gerechnet, dass es für sowas Interesse gäbe. Es ist alles ein Lernprozess. Ich fand es total gut. Ich meinte auch, dass ich das mitnehme. Und das kann man ja dann in Zukunft auch sich überlegen, weil es ja nur ein Klick, um es dann aufzuzeichnen und Leuten zur Verfügung zu stellen im Nachhinein. Aber so traurig das war, dass die Person dann keinen Zugriff drauf hatte, weil sie in der Gastronomie arbeitet und eben Arbeitszeiten der Gastronomie kennst du ja auch sehr gut. So ein Talk dann vielleicht auch nicht zulassen, auch in der Pandemie nicht, oder den Besuch eines solchen Live-Talks nicht zulassen in der Pandemie, hat es mich doch gefreut, dass es halt so ein Interesse da ist, dass Leute sogar bereit sind. Total, total. Also hätte ich jetzt auch nicht drüber nachgedacht, weil man natürlich auch so ein bisschen im Kopf hat, ne, wenn ich jetzt vor Corona ordinäre Lesungen gemacht habe, dann sind die halt auch einfach an dem Ort zu der Zeit und dann ist es vorbei. Aber gutes Feedback. Aber nein, es geht jetzt um dich. Und vielleicht magst du kurz mal dich vorstellen, die Menschen, die dich nicht kennen, was du alles so machst. Oh je, ich bin Aida Babaneshad. Ich bin Journalistin, freie Food- und Popkultur
Journalistin, Autorin und ich arbeite als Restaurantkritikerin für das allerschönste Stadtmagazin, das Berlin zu bieten hat. Aber darüber hinaus mache ich noch vieles Weitere. Wie gesagt, ich schreibe für andere nationale, regionale und internationale Medien über das Politische auf dem Teller oder auf der Bühne oder auf einer Platte. Und das ist, glaube ich, so, dass meine Spezialität, ich komme da nicht drum rum oder daraus raus, dass ich immer nach dem Politischen in Form kulturellen Ausdrucks suche. Und das ist für mich eben auch, Essen ist für mich eine Form kulturellen Ausdrucks, Musik ist natürlich eine Form kulturellen Ausdrucks, Literatur etc. Und ich rede und schreibe darüber. Manchmal könnt ihr mich auf Radio 1 hören. Und manchmal in der Zeitung. Als Moderatorin auch? Nee, als Gast bei Nein, aber ich meine, auch als Moderatorin bist du ja auch tätig. Stimmt, also, ich arbeite auch als Moderatorin für so lustige Sachen, wie zum Beispiel wunderbare Literaturlesungen. Und ich habe aktuell einen Podcast und vielleicht ist es sonst bald mehr, aber aktuell bin ich Moderatorin in einem Podcast vom Thomas Mannhaus. Das ist eine total spannende kulturelle Institution in Los Angeles. Mhm. Das ist das Haus, wo Thomas Mann im Exil gelebt hat. Mhm. Und das hat der deutsche Staat vor ein paar Jahren gekauft, um es zu retten. Da ist natürlich jetzt die Frage, also eigentlich wollte ich erst über die kulinarische Sozialisation mit dir reden, aber natürlich, wie kommst du denn dazu? Dass dort die Moderatorin zu sein, Glück und wir essen gerade diesen köstlichen Kuchen. Das Glück und ich kenne jemanden, der da arbeitet und ich glaube, sie haben ModeratorInnen gesucht, deutsche Stimmen, weil es englischsprachig und das ist eine Kooperation mit Amerikanern im amerikanischen Magazin. Und ich wurde dazu angesprochen und habe mich sehr gefreut, meinen Hut ins Rennen zu werfen und es hat geklappt. Und was ist da der Themenschwerpunkt? Es geht um Demokratie und der läuft auch schon eine Weile und heute Abend, deswegen kann ich leider nicht bis in die Puppen mit dir abhängen, mache ich noch zwei Interviews für diesen Podcast. Das ist immer ganz interessant, weil wir teilweise, ich glaube heute Abend beim zweiten sind wir über drei Kontinente verteilt, die Leute, die das Gespräch führen. Das ist echt, das ist für mich so das geilste Phänomen auch einfach am Internet, oder? Dass man so mit Menschen, also ich habe ja letzte Woche so einen Kaffee-Talk gemacht, da war eine Frau von dem Unternehmen aus Kigali, aus Ruanda dabei und dann kannst du dich einfach so unterhalten und bist irgendwie, ja, auf einmal so nah. Ich fand es auch in meiner Erinnerung so spannend, meine Eltern haben einige technologische Innovationen viel schneller umarmt als ich. Mhm. Zum Beispiel Skype. Mhm. Bevor Skype, glaube ich, so Massenphänomen war in Deutschland, haben meine Eltern das schon ewig benutzt, weil das hat ihnen ermöglicht, einfach viel unkomplizierter mit Familie zu sprechen, die auf drei Kontinenten verteilt ist. Mhm. Und was für ein Befreiungsschlag das war. Meine Mutter hat plötzlich statt einmal im Quartal, wenn es hochkam, mit ihrer irgendwie Studienfreundin, einmal die Woche oder öfter gesprochen. Das ist was für eine... Wir können uns, glaube ich, als Menschen, die jetzt nicht Kontinente hinter sich gelassen haben, das Ausmaß dieser Innovation gar nicht vorstellen. Mhm, total. Beziehungsweise seit ich ausgezogen bin, gibt es halt sowas schon. Yeah, so. Und ich muss mir vorstellen, mein Vater ist vor vielen, vielen Jahren nach Deutschland gekommen als Student und hat am Anfang noch Tonbänder aufgenommen und sie der Familie geschickt. Geschickt, ja, Wahnsinn. Dann haben sich alle getroffen, zusammen das Tonband angehört. Hat er erzählt. Und eins zurückgeschickt, alle zusammen aufgenommen und zurückgeschickt. Und der gleiche Mann, fast forward, ein paar Jahrzehnte, facetimed halt mit seiner Tochter, die mal in Berlin wohnt und mal in London, mal in Barcelona. Mhm. Was für ein
unfassbarer Innovationssprung. Und bei aller Kritik, die ich habe, einfach weil es mich so persönlich so trifft, weil ich aus einer Familie komme, die irgendwie auf der Welt verteilt ist. Und Freundeskreise meiner Eltern, die auf der Welt verteilt sind, was für ein unfassbares Geschenk es dann doch ist. Total, total. Und ich finde, es ist auch eine schöne Überleitung, vielleicht ein bisschen was darüber zu erzählen, wo deine Familie überall verteilt ist und was auch so deine kulinarischen Prägungen sind oder mit was für einem Essen du aufgewachsen bist. Ja, meine Eltern kommen beide aus dem Iran. Und ich habe natürlich sehr viel Reis gegessen in meiner Kindheit, bis ich mich irgendwann verweigert habe. So, ich würde mal sagen, wahrscheinlich so ab der Pubertät oder Präpubertät habe ich mich einfach geweigert, Reis zu essen. Den schönen, langgezogenen, luftigen, duftigen Basmati-Reis, der so meisterhaft gemacht wird. Aber weil du dich davon irgendwie abgrenzen wolltest? Oder war das ich weiß eine gar nicht. Reaktion? Ich glaube, eine Mischung aus allem. Ich meine, IranerInnen essen sehr viel Reis. Mhm. Und an manchen Tagen kann es auch Reis dreimal am Tag sein, wenn man Milchreis am Morgen hat. Oder Reismehlpudding und dann im Winter. Und mittags dann Reis und abends nochmal Reis. Kurze Zwischenfrage, was genau ist denn Reismehlpudding? Also ist es dann so ein bisschen wie Porridge? Oder nee, gesagt, also es ist dann Reismehl, der mit Milch gekocht wird. Ich habe es aber auch schon mal mit Kokosmilch gemacht und es war köstlich. Mhm. Und IranerInnen, beziehungsweise meine Familie, vielleicht sind es bei anderen anders, essen relativ flüssig. Mhm. Das heißt Firni. Das gibt es auch in Variationen, leicht variiert, in Indien, Pakistan, da ist Kheer, don't hate me if I pronounce it wrong, aber in Afghanistan auch. Aber das ist dann eher eine Süßspeise? Oder es ist auch sehr süß, okay. Also ja. Es wird mit Zucker gekocht, Zucker und Milch. Mhm. Wenn ich das koche, mache ich da gerne auch noch Kardamom dran oder Rose, Rosenwasser und Rosenblüten, die ich aus dem Iran habe. Und das soll halt sehr gut für den Hals sein. Es ist halt einfach warm und geht runter. Mhm. Und sehr gut sein, wenn man krank ist und hustet. Bei dem ganzen Zucker und Milch bin ich mir da nicht so sicher. Aber es tut auf jeden Fall sehr gut. Und Reis, also kann man sagen, war so ein bisschen Überthema in deiner Kindheit dann? Ich weiß nicht, ob es ein Überthema ist, aber es spielt halt in der persischen Küche eine sehr, sehr große Rolle. Mhm. Jetzt ist es ja ziemlich angesagt, dass man persischen Tadik macht und so. Und ich reagiere dann manchmal auch so ein bisschen pieksig, weil es halt das Essen ist, wo ich aufgewachsen bin. Aber es ist ja eigentlich theoretisch schön, wenn es Leute dann machen. Auch wenn ich manchmal irritiert bin, weil purer Reistatig, also nur crispy Reis. Kannst du kurz für die nicht wissen, was das ist, vielleicht sagen, was das ist? Oh so, ja. Tadik, das ist tatsächlich auch die wörtliche Übersetzung sagt schon sehr viel. Das ist der Boden vom Topf. Mhm. Und das ist, wenn man... Im Iran gibt es mehrere Arten, Reis zu kochen. Und so bei einer oder mehrerer kocht man erst, dann gießt man ab, also so al dente quasi, gießt man ab, macht Öl in den Topf und gibt dann den Reis. Und dann dämpft er in seinem eigenen Rest, in seiner eigenen Restfeuchtigkeit. Und Tadik, der nur aus Reis besteht, war für mich immer auch so, boah, jetzt wieder der schlechte Tadik. Und jetzt sehe ich, dass da Leute voll drauf ausrasten und irgendwie das Instagram, während ich denke, ey, so richtig, wenn man richtig krass sein will, dann macht man halt Kartoffeln rein oder Brot. Meine Mutter hat nochmal Cornflakes da unten reingehauen. Oder halt andere Sachen. Da gibt es einfach die verrücktesten Variationen. Reis spielt eine große Rolle. Und irgendwann habe ich aufgehört, Reis zu essen. Beziehungsweise nur noch Reis gegessen, wenn wir im asiatischen Restaurant waren. Klebreis. Und das konnten meine Eltern erstmal nicht verstehen. Mhm. Weil
warum wir unseren guten Reis nicht essen. Und halt hatte ich halt immer was anderes zu essen oder das Essen ohne Reis und nur mit Minimalreis. Ja, das hat sich jetzt geändert, aber ich kann immer noch nicht so richtig krassen persischen Reis kochen. Okay, aber also Spoiler wäre quasi, du bist schon ein bisschen zum Reis zurückgekehrt. Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber das spielt in deiner Küche jetzt nicht so eine tragende Rolle. Da spielt für mich was anderes eine tragende Rolle, das auch sehr wichtig ist in der iranischen Küche, ein Brot. Mhm. Und ich könnte wirklich den ganzen Tag morgens bis abends Brot essen. Das macht mich sehr, sehr, sehr glücklich. Mhm. Und was ist das? Ich muss ja sagen, ich hatte ja schon mal mit Dr. und Doktor, hatte ich ja in der Podcast-Folge auch schon mal zwei Iranerinnen zu Gast und habe natürlich auch mit denen schon ein bisschen so über iranische Gerichte gesprochen. Beim Brot kann ich mich jetzt gar nicht mehr so erinnern. Was ist das für ein Brot, was man im Iran isst? Also, es gibt mehrere Formen. Ist nur Essbrot. Ja, ich sag's ja, das ist ganz normal in der Hofmannsküche. Mehrere Formen von so Fladenbroten. Mhm. Und die ich am meisten mag, ist wahrscheinlich Barbary. Und das ist wie eine Variation von dem türkischen Fladenbrot, was man auch in Deutschland ja mittlerweile im Supermarkt kriegt. Aber statt rund und fluffig ist die persische Version langgezogen und dünner. Mhm. Das mag ich sehr gerne. Es gibt ein Brot namens Sengak, das man übersetzen kann mit Steinchen oder so. Und das wird halt auf einem im Iran auf dem Bett von Kieseln gebacken. Mhm. Und immer wenn wir im Sommer im Iran waren, habe ich mich total gefreut, wenn da noch Steinchen drin waren und sie rausgeholt. Mhm. Mittlerweile ist das alles automatisiert und passiert nicht mehr. Mhm. Heißt, da muss man eigentlich aufpassen vom Essen, dass man nicht auf ein Steinchen beißt. Okay. Ich kaufe mittlerweile relativ selten Fladenbrot, weil ich vor allem Sauerteig, sehr gutes Sauerteigbrot gerne habe und viel davon esse. Aber wenn ich bei meinen Eltern bin, gibt mir meine Mutter sehr oft Brot mit. Die lassen sich das oft backen von einer afghanisch-deutschen Familie, die eine Bäckerei hat. Und dieses Brot, das sich meine Eltern auf Bestellung backen lassen, ist für mich so die Zusammenfassung ihrer und meiner Identität. Und zwar, sie lassen sich traditionelles persisches Brot backen von ehemaligen afghanischen Geflüchteten mit Vollkornteig, weil das ist so ihre Germanness. Zeigt sich so krass durch ihre krasse Liebe für Vollkornteig aus. Und ja, zeichnet sich dadurch aus. Und es ist so das perfekte Fusion-Food für meine Eltern und mich. Es ist einfach das persische Brot mit einem deutschen Vollkornteig-Twist. Also eine Spezialanfertigung. Ja, cool. Und sag mal, ich meine, du hast es ja vorhin auch, ist nur ist, Kind. du hast es ja vorhin auch schon so ein bisschen angedeutet, also was heißt angedeutet, du hast es erzählt, du hast ja nicht nur in Berlin, du hast ja auch in London gelebt und in Barcelona. Genau. Wie war das so kulinarisch für dich? In Barcelona war ich ja nur 6 Monate und ich war sehr jung und ich habe da Erasmus gemacht. Aber schon da habe ich sehr gern gegessen, sehr gut gegessen. Und es gab in meiner Straße ein relativ bekanntes Restaurant für Tapas, wobei Tapas-Kultur in Barcelona ist jetzt gar nicht so local. Das ist eigentlich so ein Touristending, so ein bisschen. Ja, voll. Hat sich aber entwickelt so. Genau, aber so kleine Häppchen sind da schon auch traditional, die man aber nicht so zum Bier dazu bekommt, sondern wirklich eigens bestellt. Und dann sind es kleine Kunstwerke. Und einer der bekanntesten, Kimet i Kimet hieß das, war bei mir auf der Straße und ich bin erst ganz am Ende meines Aufenthalts hin, aber dann quasi nicht mehr raus. das war, und da auch auf den Markt gehen und so, das war schon toll. Zu dem Zeitpunkt hatte ich schon meinen Foodblog. Ich hatte, glaube ich, im zweiten Jahr meines Studiums oder so in Berlin. Ich komme ja eigentlich aus einem anderen Teil von Deutschland und bin zum Studium vor 13 Jahren nach Berlin gekommen. Und hatte im zweiten Jahr meines Studiums, glaube ich, meinen Blog angefangen, auch auf
Idee meiner Mutter hin, weil sie meinte, ja, mach doch einen Foodblog, weil ich angefangen hatte zu kochen oder kochen zu lernen. Und ich bin ein gutes Kind und höre auf meine Mutter und habe das dann gemacht. Wollte gerade sagen, aber es zeigt auch, dass deine Mutter ja irgendwie einen Zugang zu, also ne, als mir vor 10 Jahren Katja Henschel gesagt hat, mach doch einen Foodblog, da wusste meine Mutter, glaube ich, bei Weitem noch nicht, was ein Foodblog ist. Also sie wusste das immerhin und ja. Na, unter IranerInnen, also ich glaube, es hat sich mittlerweile geändert, aber es war mal ein Land mit den meisten Blogs oder so, oder? Mhm, okay. Interessanterweise. Mhm. Das ist, glaube ich, ein Thema für sich. Und deswegen war es meiner Mutter ein Begriff. Ja, affin irgendwie. Ja. Ja. Und ich wollte gerade sagen, ja, das sind keine 10 Jahre her. Doch ist es, war nämlich 2009. Ah ja. 2008 bin ich nach Berlin gezogen, ja, 2009 habe ich meinen Blog angefangen. Ja, also so um den Dreh, als es jetzt noch nicht so, so viele davon gab. Nee, und ich habe auch aufgehört, als dann die ersten so Angebote für Kooperationen reinkamen, weil ich einfach nicht sonderlich geschäftssüchtig bin oder so. Aber sich auch in meinem Leben damals massiv viel geändert hat. Ja. Aber in Barcelona habe ich noch gebloggt. Mhm. Und da gibt es ja diesen großen Markt und da habe ich halt total genossen, also vielleicht auch meine Liebe zu Märkten da nochmal vertieft. Und später in London, das war dann natürlich kulinarisch totales Erweckungserlebnis. Mhm. Ich habe da insgesamt fast 3 Jahre gelebt, mhm, aber über mehrere Jahre verteilt. Und es war absolut kulinarisches Erweckungserlebnis. Im ersten Jahr habe ich sogar noch ein bisschen gebloggt. Dann aber, ja, ich habe meinen Master gemacht, es war viel los, mein Leben hat sich viel verändert, einfach keine Kapazität mehr dafür gehabt, aber zum Essen. Mhm. Und jetzt könnt ihr natürlich jetzt nicht sehen, die ihr zuhört, aber ich strahle gerade, wenn ich so durch mein inneres Archiv durchgehe, der Dinge, die ich gegessen habe. Ja, ich habe auch schon mal geheult, als ich etwas besonders Gutes gegessen habe. Ich habe da drüber nachgedacht. Ich habe das ja in meinem neuen Buch so ein bisschen auch in einem Kapitel thematisiert, wo ich einfach so diese spezifischen Essenserinnerungen an bestimmte Dinge, ne? Also manches bleibt einem, das kann ja manchmal ein ganzes Gesicht sein, manchmal ist es nur irgendwie eine Komponente oder ein Salbei, der besonders intensiv irgendwie war oder so. Wie stark einem das im Gedächtnis verhaftet bleibt, oder? Also so das kulinarische Gedächtnis. Total. Ja, ja. Also ich fühle mich jetzt ein bisschen schlecht, weil ich werde jetzt ein Fleischgericht zitieren. Das tut mir total leid. Ich hoffe, das ist okay für dich. Ja, ja, ich lege dann was Veganes nach. Nee, das war ein Gericht, an das ich mich ganz doll erinnere. Mein erstes Jahr in London, kurz vor Weihnachten. Die meisten Leute waren schon zurückgeflogen zu ihren Eltern und ich erst so 3 Tage später. Und ich saß in diesem Restaurant, wo mein Mitbewohner oder der Freund meiner Mitbewohnerin, der aber quasi eh bei uns die ganze Zeit abhing, gearbeitet hat. Und sie hatten selten oder damals zeitweise, ich weiß gar nicht mehr genau, einen Mittagstisch. Und die Chefköchin, die damalige, hatte ein Zungensandwich, Rinderzungensandwich, mhm, auf der Karte. Nose to Tail war dort halt auch durch das bekannte Restaurant, mhm, St. John's, mhm, war viel früher und auch ein bisschen lässiger ein Ding. Wobei St. John's auch sehr gute vegane und vegetarische Teller hat. Das nur am Rande, völlig uninteressant. Ich habe übrigens gerade auch meine Eltern nochmal für den Podcast interviewt und ich meine, Nose to Tail war ja in Deutschland vor 50 Jahren auch Alltag, ne? Ja, überall. Ja. Ne? Also es ist auch dort. Also und dann wird es verloren und dann hat es halt, man kann ja wirklich sagen, dass dieses Restaurant St. John's das halt wieder cool gemacht hat. Was man aber gar nicht dran denkt, dieser Chefkoch, Gründer, sein Team machen wahnsinnig gute Gemüsegerichte. Kann ich mich wahnsinnige Laberbacke. Ich habe ihn mal auf einem Panel erlebt. Wirklich? Ja, kann ich mir vorstellen. Sehr, sehr verliebt. Ja, anyway, ja, ja. Es geht ja gar nicht um St. John's. Es geht ums Essen. Sondern um dieses Restaurant, was wie alle coolen, jungen Restaurants in London von 2013 von St. John's inspiriert war. Und es war dieses Rinderzungen-Sandwich. Und ich weiß noch, dass ich als Kind super gerne das gegessen habe. Und irgendwann wollte ich nicht mehr. Mhm. Weil im Iranischen wird es auch oft
so als Ganzes serviert und gekocht und ich wollte das nicht mehr essen. Ich habe da auch sehr unangenehme Kindheitserinnerungen. Ja, es sieht halt so aus, wie es aussieht. Ja. Aber einerseits ist es ja gut, so, man sollte wissen, dass man wirklich ein Tier ist. Aber wenn man das schon machen will. Aber ja, als Kind war dann auch die Konsistenz gekocht, das war mir nicht. Aber in diesem Sandwich, sie hat es halt dünn geschnitten und so ausgebraten wie Chips. Mhm. Mit dem scharfen englischen Senf in einem richtig guten Sauerteigtoast. Und es war kurz vor Weihnachten und es war diese seltsame Zwischenzeit und die meisten Leute, die Stadt ist schon total leer. Und ich sitze da mit so dem Restaurantmanager, der mein Mitbewohner und der Köchin eigentlich nur in diesem Restaurant und bin einfach komplett schockiert, wie gut etwas schmecken kann. Und es war so wie so Wellen einerseits der Nostalgie, aber andererseits auch etwas ganz Neues, weil es war das, was ich kannte, aber ganz anders. Und die Texturen, das hat mich komplett weggeweht. Und ich meine, das war 2013 und ich sitze hier und komme nicht drum, dir das so zu erzählen. Das hat ganz schön Eindruck hinterlassen. Wow. Aber weißt du, was gut ist? Ich habe jetzt währenddessen überlegt, dass ich auch noch so eine Anekdote erzählen kann. Und mir ist auch eine ziemlich gute eingefallen. Ja? Ich war 2015, von 2014 auf 2015, glaube ich, in Tel Aviv an Weihnachten. Ich bin das erste Mal so vor der Familie, also habe so gesagt, tschüss, ich fahre in Urlaub, ich komme nicht dieses Jahr. Und ich habe die letzten Wochen natürlich auch viel über diese Reise nachgedacht, natürlich auch in Bezug jetzt auf die aktuellen Geschehnisse, weil ich einfach, ja, wie gesagt, glaube ich, damals sehr wenig über die Situation wusste, aber natürlich das vor Ort natürlich wahrgenommen habe, diese bewaffneten Soldaten überall, diese Checkpoints und auch ich war auch in Jerusalem und auch diese ganze angespannte Stimmung da und auch in echt zu sehen, wie nah die Al-Aqsa-Moschee und die Klagemauer nebeneinander liegen, das ist ja total irre, ne? Das ist ja nebeneinander und habe eben sehr viel irgendwie drüber nachgedacht, auch wie ein bisschen leichtfertig ich das irgendwie damals so der klassische, ich fahre halt nach Tel Aviv, um geiles veganes Essen zu essen, Urlaub irgendwie, war halt auch günstig und Ding. Und da war ich in einem, und das passt jetzt wieder gut, in einem veganen persischen Restaurant, also von einem Geschwisterpaar betrieben. Und ich meine, das ist ja auch eine Kombi, die man jetzt nicht so häufig findet. Noch dazu in Tel Aviv. Das wiederum ist gar nicht so selten. Ja, es ist eine große iranische Community in Tel Aviv. Und die waren total nett. Und es ist mir einfach in den Jahren, seit ich selber auch in der Gastro arbeite, immer wieder passiert. Egal, ich weiß nicht, dass man zieht sich irgendwie an. Also die Leute sensen das dann so, dass man selber, also irgendwie kommt man ins Gespräch und dann kriegt man noch ein Essen hingestellt und so. Und auf einmal, wir haben halt irgendwie, genau, und meine Reisepartnerin hat auch einen iranischen Vater, also es gab schon einen Verbindungspunkt so. Und dann habe ich da, was ja eigentlich eher so dann wieder diese, ja, also Middle Eastern, es war ganz simpel, ich habe einfach so eine im Ganzen gebratene Aubergine so auf dem Holzkohlegrill gegessen, weißt du, die einfach nur aufgemacht war mit ein bisschen Tahini, mit ein bisschen gehackter Tomate, ich glaube Koriander irgendwie. Ganz simpel, aber das hat so geil geschmeckt. Also das war, und er hat mir dann noch zu probieren gegeben, er hatte 12, oder noch älter, er hatte so ganz lang fermentierten Knoblauch. Ja, das ist eine Spezialität. Ja, also das hat er so aus dem Keller geholt und hat, glaube ich, sogar gesagt, das hat sein Vater schon angesetzt oder so. Also das war crazy. Das ist etwas, was ich nicht esse oder noch nie gegessen habe und mich ein bisschen drüber schäme, weil das schon sehr Iranian ist. Ja. Früher wurde bei der Geburt eines Kindes dieser Knoblauch teilweise angesetzt. Also man hat das eh die ganze Zeit gemacht. Ja. Richtig alt war das. Genau, und dann ist das halt 15, 20 Jahre. Im Zweifelsfall heirat dein Kind halt mit Mitte 20 und dann gibt es diesen Knoblauch. Das ist dann so halb Witz, glaube ich, immer gewesen von meiner Mutter, aber nicht nur. Tatsächlich habe ich vor kurzem gesehen, hat eine Bekannte von mir was gepostet, dass sie bei ihren Eltern war, irgendwie im Berliner Umland oder so.
Und so casual Knoblauch ist, der 2008 eingelegt wurde. I mean, obviously, klar. Aber ja, ich meine, Fermente und eingelegt, das geht ja. Kann man ja ewig behalten, ja. Ja, also das ist mir auch sehr. Und vor allem, das war natürlich auch irgendwie eine wahnsinnige Ehre, dass der mich das probieren hat. Natürlich. Also, ne? Also das natürlich. War schon was ganz Besonderes. Ja. Ja, krass. Genau, ja. Nee, sag du. Nee, zu persisch und vegetarisch ist tatsächlich ja. ungewöhnlich. Okay. Aber da muss ich noch eine Anekdote aus London erzählen, weil kurz bevor ich nach London gezogen bin, das erste Mal, wie gesagt, auf Wohnungssuche und ich kannte die Stadt nicht wirklich. Ich war einmal als Kind da gewesen und einmal, um meinen besten Freund, der da studiert, zu besuchen, aber kannte die Stadt halt nicht und wusste aber, hatte so ein Kochbuch gekauft. Vegistan. Middle Eastern Gerichte, aber nicht nur, auch so in Zentralasien. Fokus auf Iran, aber nicht nur. Aber vegetarisch oder vegan. Mhm. Und das Buch war so toll. Und ich habe das dann, ich habe das verschlungen. Und im Buch schreibt sie auch ganz viel über ihren Laden, den sie führt in London. Das ist zwar eine weiße Britin, aber sie ist verheiratet mit einem iranischen Mann und führt mit ihm einen der wichtigsten Import-Export-Geschäfte, überhaupt Businesses in Großbritannien. Und hat halt auch einen Cornershop, einen Eckladen. Mhm. Hat einen persischen, panzentralasiatischen Tante-Emma-Laden in diesem Viertel. Und als ich dann eine Wohnung in diesem Viertel angeboten bekommen habe, war ich so, da ist dieser Laden von dieser Frau, von diesem Wahnsinns-Kochbuch, da ziehe ich hin. Mhm. Und es war, sag ich mal, 60% des Grundes, warum ich dann in diese Wohnung gezogen bin. Die Wohnung war auch okay, aber... Ja, das kam dann über... Es war halt in einem Keller, es hatte kein Fenster nach draußen, sondern nur ein Fenster ins Zimmer meiner Mitbewohnerin, die im Gewächshaus gewohnt hat. Wow. Also, aber es kam halt über bekannt, gemeinsame Freunde und dann dachte ich, okay, 40% des ausschlaggebenden Grundes war gemeinsame Freunde. Und in der Nähe der Uni, more or less. Mhm. Und 60%, dass es halt in der Nähe von diesem Laden war. Und ich habe dann wirklich das Kochbuch mitgenommen. Mhm. Hast du dir signieren lassen? Und hast du mir signieren lassen. Und sie meinte so zu mir, ja, es ist das erste Mal, dass jemand mit der deutschen Ausgabe ankommt. Und über die 3 Jahre fast, die ich in London zugebracht habe, mit vielen, vielen, vielen Besuchen dazwischen, war das dann immer so mein Zuhause. Und ja, ich vermisse den Laden total. Ich vermisse mein Viertel, das sich halt krass verändert hat. Mhm. Aber ich vermisse vor allem diesen Laden und die Leute. Was war das für ein Viertel? Das heißt Peckham. Mhm. Und 2013 hatte die Gentrifizierung schon begonnen, aber war noch gar nicht wirklich vorangeschritten. Und ich habe, wie gesagt, in Etappen immer gewohnt bis 2018. Dann bin ich final for good zurückgekommen nach Berlin. Und es ist halt komplett explodiert. So sind auch die Mietpreise für ein Zimmer. Also ich weiß noch, ich habe 400 Pfund bezahlt, als ich zu meinem Master hingegangen bin. Für das Zimmer ohne Fenster zum Gewächshaus. Okay. 350 oder 400. Ja, und später hatte ich kein Zimmer unter 700 oder 800 Pfund bekommen, was dann halt 1000 Euro waren zu dem Zeitpunkt. Ja. Also schon allein daran kann man sehen, wie es explodiert ist. Aber dieser Laden war halt auch, wenn es mir schlecht ging, bin ich da hingegangen. Wenn es mir gut ging, bin ich hingegangen. Ich bin mit meinen Eltern hingegangen. Ich habe ihnen zur Wahl gestellt, sollen wir halt zu so einem chinesischen Restaurant gehen, das wirklich sinneserweiternd ist. Oder wollt ihr vegetarisches, persisches essen? Und dann so, ja, vegetarisches, persisches essen, das ist ja richtig exotisch. und ja, für meinen Freund, der die ganze Zeit zu mir pendeln musste, war es auch dann so home away from home, glaube ich, ein bisschen. Das, ja. Gibt es so einen Ort in Berlin? Irgendwie vergleichbar? Nee. Ein Angelpunkt? Nee. Nee, in der Form. Das war schon auch sehr spezifisch britisch und sehr spezifisch persisch und sehr spezifisch auch Südlondon. Das ist
es gibt viele Orte, die mir viel bedeuten in Berlin. Ich meine, ich bin seit 2008 hier, on-off, mhm. aus Lyon. Aber einen Ort wie den, nicht von der emotionalen Bedeutung für mich, sondern von seiner Zusammensetzung, nee, fällt mir jetzt nicht ein. Und sag mal, wie, also ich habe jetzt... Ja, sorry, und es war ein Laden und Restaurant in einem. Ja, das habe ich mir jetzt schon gedacht, ja. Ne, wenn ihr da auch zum Essen hingegangen seid. Genau, zum Thema Restaurantkritik, Foodkritik, das interessiert mich natürlich. Also einerseits, wie du, ich meine, die Food-Affinität wissen wir jetzt, die Blogger-Vergangenheit wissen wir auch, wie es dazu kam. Und was mich vor allem in dem Kontext interessiert, und bei mir geht es immer so, wenn ich in Berlin essen gehe, und natürlich auch, also ich muss dazu sagen, ich bin auch mit meinem eigenen Essen, was ich koche, überkritisch. Ja? Also ich habe immer im Kopf so Raster und denke, ach, das könnte man noch und Dings. Also das ist ja auch positiv, weil man will sich ja verbessern und so. Also ich prüfe mich dann auch mal selber so ab. Aber wenn ich jetzt essen gehe, dann messe ich manchmal mit zweierlei Maß. Also dann messe ich einerseits mit so einem Maß, wo ich denke, also ich bin super kritisch und finde auch so kleine Sachen, wo ich denke, ja, wird das und da die Ausgewogenheit und so. Aber dann denke ich mir immer, okay, jemand, der nicht so tief im Thema ist, ist das für die, ist das so okay Standard? Also weißt du, was ich meine? Ja. Kennst du sowas auch? Wie kritisch bist du? Ja. Oder wie gehst du das an? Auch wenn ich eine kleine, mini-kleine Blogger-Vergangenheit habe, bin ich ja bei weitem kein Professional-Chef. Und mir fehlen die Skills und das ist auch völlig okay so. Es ist bei der Musikkritik oder bei meiner Arbeit als Musik- und Kulturjournalistin ja auch ähnlich. Hm. Es gibt viele MusikjournalistInnen, wobei ich da gar nicht mal unbedingt gendern müsste, glaube ich, die früher selber Musiker waren, mhm. MusikerInnen waren. Und da ganz anders. Also auch du willst damit sagen, eher Frauen? Weil du gesagt hast, du würdest gar nicht gendern? Nee, eher Männer tatsächlich, okay, glaube ich. Ja, aber es gibt, mir fallen auch zwei bekannte Frauen ein im deutschsprachigen Raum. Ja. Aber es sind vor allem Männer, die halt irgendwie Musiker waren und dann aber vielleicht lief es nicht oder lief doch, aber wollten sie nicht mehr. Es gibt ja tausend Gründe, oft lief es nicht als Musiker und dann dachten sie, ich werde Journalistin. Gerade lese ich ein Buch, wo die Autorin sagt, ja, meine erste Band hat nicht funktioniert. Ich habe überlegt, ich werde Musikjournalistin. Und ich dachte, alter Falter, das bringt doch auch nichts. Aber ja. To come to the point. Zum Essen, da ist es bei beiden ähnlich. Du kannst halt aus einer professionellen Perspektive kritisieren, wenn du das selber gelernt hast oder das selber gemacht hast. Ja. Oder du kommst halt aus einer... vielleicht in der Technik und in der Praxis laienhaften, aber aus einer anderweitig, aus einfach einer anderen Perspektive. Und wie du ja weißt, also derzeit ist sie schon seit geraumer Weile auf Eis, aber ich promoviere ja auch zu einem Essensthema und ich nähere mich diesen Themen nicht mit dem Auge von jemandem an, der halt auch genau weiß, wie man die perfekte Savoyon macht. Ich nähere mich an das Ganze ran mit einer mittlerweile relativ ausgebildeten Zunge, glaube ich, aber vor allem auch aus einer kulturwissenschaftlichen Perspektive. Und also das ist schon auch der Fokus. Ist dann auf jeden Fall der Fokus. Ich versuche, klar, Kritik, gerade Essenskritik, ist auch ganz viel. Funktioniert dieser Teller? Merke ich die Schlieren, die Palmöl hinterlässt? Ha, okay, da ist Palmöl drin. Ist der Teller, wie du sagst, ausgewogen oder ist das ein Teller, der mich erschlägt? Genau diese Dinge, ne? Die kann man sich, glaube ich, antrainieren. Aber ich werde das nie so perfekt lesen können wie jemand, der spezifisch drauf ausgebildet wurde. Aber ich glaube, ich habe immer das, wenn Essen eine große Rolle gespielt hat, kulturell in deinem Leben, und du Bock hast, dann hast du gute Voraussetzungen, dich dahingehend zu trainieren. Und was für mich dann halt dazu kommt, ist die kulturwissenschaftliche oder ethnologische Brille, die ich dann mitbringe. Und aufgrund dessen ich dann auch etwas kontextualisiere vielleicht. Das kommt aber natürlich bei der klassischen Restaurantkritik dann nachgeordnet. Und liefert eher den Kontext oder warum ein Restaurant jetzt
das okay ist, trotzdem besprechenswert ist. Mhm. Ja, aber mit zweierlei Maß messen, das kommt natürlich auch, weil es sind nicht nur zweierlei Maße, es sind vielleicht auch viele Maße, weil ich sehe, dass ein Restaurant ja auch nicht oder ein Lokal, eine Kneipe, ein Café nicht im Vakuum. Das Essen kann perfekt sein, aber es darf unfassbar unfreundlich und Atmosphäre schlimm und dann ist es auch trotz des perfekten Essens keine schöne Atmosphäre. Mhm. Es gibt Sterne-Restaurants in Berlin, wo es bestimmt keinen einzigen, also die, wo alles perfekt angeordnet ist auf dem Teller. Und ich würde trotzdem nicht sagen, das ist ein Restaurant, das ich empfehlen würde oder über das ich gerne schreiben möchte, weil ich es von der Erzählung, vom Narrativ, von der Atmosphäre einfach nicht für interessant oder sogar gut halte. Mhm, mh. Da hast du jetzt schon ein paar Sachen angerissen, die natürlich, also wie soll ich sagen, ich nenne es ja, oder es ist ja auch so die Brille, egal ob es jetzt die feministische Brille ist oder eine kulturelle, soziokulturelle Brille oder so. Also du hast ja da auch ein ganzes Set an Brillen auf, wenn du dir... Genau, ich nehme sie immer ab und setze die nächste auf. Genau, genau, oder manchmal alle übereinander. Ich muss ja sagen, dass mich schon auch die Tatsache, dass es den Feminist Food Club irgendwann gab in Berlin und man da auch irgendwie noch stärker so einen Austausch auch untereinander hatte, dass das bei mir schon sehr befördert hat, dass ich sehr viele mehr Brillen aufgesetzt habe. Und ne, also egal, ob es um... und aber weißt du, wir müssen immer davon ausgehen, vielleicht die Leute, die den Podcast hören, die wissen ja, also ich spreche da ja auch viel auf Instagram drüber oder so, aber so ein paar von diesen Aspekten vielleicht nochmal zu erwähnen, weil vielen Leuten ist das ja noch gar nicht so bewusst wie uns jetzt vielleicht. Also wir haben, ich habe schon mal in Folgen über kulturelle Aneignung gesprochen, auch mit Deng von Pandanudel. Aber auch so die Tatsache, dass eben oft Frauen oder nicht weiße Männer, vielleicht besser gesagt, nicht so präsent sind, auch in einem Food-Journalismus, weil das eben sehr stark immer an dieser Sterneküche festgemacht wird. Dann, du hattest auch das Thema Gentrifizierung schon erwähnt, da gibt es ja auch gerade in Berlin hier auch Diskussionen über Standorte von Restaurants, zum Beispiel von Sterne-Restaurants, also so der Shortcut irgendwie, ist es okay in einer, ich sag mal, in einer Gegend, in der mir fällt gerade, ich weiß, dass man sozial schwach nicht sagt, ich weiß gerade nicht, wie man es anders oder besser sagt. Also sozusagen, wenn ich in einem gewissen Kiez ein Sterne-Restaurant öffne, wo dann das Menü, weiß ich nicht, 300 Euro kostet und mich komplett disconnecte von dem, was mich umgibt, weil da vielleicht die Miete günstig ist. Ist ja auch nicht cool. Oder so. Weil es halt edgy und cool ist. Es ist ein schwieriges Feld. Und ich glaube, man muss immer dogmatisch zu sein, bringt nie was. Das ist auch mein Motto gewesen für 2021. Widersprüche aushalten und Ambivalenzen aushalten. Ein gutes Motto. Ja, das war ein großes Thema für mich privat dieses Jahr, aber auch professionell ist es sehr wichtig, sich diesen Skill anzueignen, die Widersprüche auszuhalten, sie nicht zu ignorieren, aber auszuhalten. Ich finde es durchaus etwas, worüber man diskutieren sollte. Location, warum gewisse Locations und was für eine Rolle spielt das? Kulturelle Aneignung ist sogar noch komplizierter. Da hatte ich sogar ein richtiges Streitgespräch vor ein paar Tagen. Was heißt Streitgespräch? Aber eine Person wollte mit mir unbedingt darüber diskutieren, weil sie es nicht... Sie meinte, sie versteht es einfach ein nicht. Ein einseitiges Streitgespräch. So ein bisschen. Und ich habe so versucht, es wegzunavigieren. Ich habe ja auch schon viele Vorträge dazu gehalten. Und das war ganz schwierig, weil sie es einfach nicht... sie so schockiert hat, glaube ich, vermeintlich etwas nicht machen zu dürfen. Ich meinte, naja, es ist ja nicht schwarz und weiß, es verbietet dir ja niemand, Chinesisch zu kochen, aber sag halt nicht, dass du, nachdem du dreimal gekocht hast, die beste Sichuan-Köchin der Welt bist. Du musst immer ganz runterzubrechen. Es war eher schwierig. Wir sollten uns darauf einlassen, Dinge
zu diskutieren und Machtverhältnisse ist ja immer zu reflektieren. Es ist kompliziert, aber schöne Dinge machen Arbeit. So ist es halt. Das hast du schön gesagt. So ist es halt leider. Es geht ja immer um das Wie. Es geht ums Wie und es geht auch um respektvoll mit Dingen umgehen. Und wir leben in einer, wir leben in ungerechten, in Gesellschaften, in denen Macht und Kapital ungerecht verteilt sind. Und für mich als Journalistin sehe ich meine Pflicht darin, die Welt immer ein bisschen besser zu machen. Das sehen vielleicht andere JournalistInnen anders, haben eine andere Perspektive darauf, fair enough. Das sind einfach verschiedene Formen, an die Arbeit heranzugehen. Motivation, ja. Noch nicht mal Motivation unbedingt, sondern ich glaube wirklich, vielleicht eher Philosophien oder Ethos hinter der Arbeit. Und es ist beides auch, hat seine Berechtigung. Ich sehe meine Pflicht darin, zu versuchen, die Welt zu erklären und ein bisschen besser und gerechter zu machen. Weil ich nicht glaube, dass, dass es in Ordnung ist, die Welt noch die Welt irgendwie im Unklaren zu lassen oder die Welt nicht verbessern zu wollen. Ich glaube, das ist so jeden Tag aufzuwachen mit, ich mache eine kleine Sache besser. Das heißt nicht, dass ich mit glaube, es gibt ja der Arbeit auch einen Sinn. Ja. Also beim, ja. Und das heißt nicht, dass ich daran glaube, dass an meinem Wesen die Welt genesen soll, ganz und gar nicht, oder dass ich die Weisheit mit Löffeln gefressen habe. Aber ich kann versuchen, Dinge zu erklären. So sesamstraßenmäßig. Für Erwachsene halt. Die Maus. Und darin sehe ich meine Berufung. Und dazu gehört eben auch, Machtverhältnisse zu reflektieren. Und da spielen halt eben Fragen wie Fragen der Gentrifizierung eine Rolle, Fragen der kulturellen Aneignung eine Rolle. Wie weit diskutieren wir das? Wer diskutiert das? Und wem bringt es was, wenn wir da ganz dogmatisch rangehen? Bringt es uns der Sache was? Ich glaube nicht. Ich glaube, je dogmatischer wir rangehen, desto mehr verschließen wir uns. Und führen weil, den ja, Grund also, der Debatte ad absurdum, wo es geht um Respekt und Pay Respect and Homage. Also zeig, wo etwas herkommt und sei respektvoll, wenn wir sagen, Leute dürfen es dann einfach nicht machen. Weil ja, und das muss man ja also im Grundgedanken sagen, auch kulturelle Aneignung ja auch erstmal neutral, also ist schon immer passiert. So. Ja, es ist halt, wie die Welt funktioniert. Form, ne? Also, ja, genau. Also Kulturen tauschen sich aus, vermischen sich, entwickeln sich weiter. Aber es ist eben immer die Frage, wie du sagst, wer profitiert davon, wer nicht, wer wird gesehen, wer nicht. Genau, wer darf etwas tun und wer darf etwas, womit er oder sie... Reissternchen. Genau. Oder die Michelin-Sterne. Genau das. Und... Ja, kulturelle Aneignung oder eher kultureller Austausch ist das, was Menschen zu Menschen macht. Ist das, was uns nach vorne bringt, das, was uns näher auch bringt zueinander. Aber in dem Moment, wo wir die Kultur des anderen auffressen und völlig in uns aufnehmen und nichts mehr davon übrig lassen und keinen Verweis mehr dazu bringen, wo etwas herkommt und nicht dafür einstehen, dass die Person, von der wir etwas gelernt haben, auch profitiert, dann sollten wir uns fragen, ist das cool? Und ich würde sagen, nein. Ja, ich muss auch wirklich aus eigener Erfahrung sagen, also ich finde es ja auch so viel bereichernder und positiver, also jetzt auch im Kontext meiner Arbeit und wir haben ja auch bei meiner Lesung drüber gesprochen, also ich habe ja zum Beispiel beim neuen Buch auch eine Doppelseite, wo ich nur Leute aufgeführt habe, von denen ich was gelernt habe,
weil ich auch, also auch nicht so tun will, als wäre mir alles irgendwie vom Himmel gefallen. Also das ist ja auch toll, dass man von Menschen lernt und sich austauscht und ja, bestimmte Komponenten, bestimmte Techniken und also diese Idee, dass das irgendwie auch eine Schwäche darstellt, ne? Oder man, ja, wie gesagt, oder es geht ja natürlich dann oft bei Leuten auch um irgendwie um Macht oder um eine bestimmte Position, ne? Dass so quasi, ja, weiß ich nicht, so diese, natürlich auch diese in der klassischen Gastro, dieses sich über Leichen gehen und irgendwie hochmobben und so, also das ist ja auch von rein menschlicher Perspektive ekelhaft, ja, also das ist ja dann, also ich glaube, das ist nochmal ein größeres Thema, auch so, was so Paradigmenwechsel anbelangt, ne, wie will man überhaupt leben und arbeiten und sein und ja, also ich, für uns jetzt so in der Planung des eigenen Lokals ist natürlich ganz stark ein Thema auch, also was ich vorhin gesagt habe, dass es so Gastros gibt, die so vollkommen autark in ihrer Umgebung oder in ihrem Kiez sind. Also wie kann man das erreichen, zum Beispiel zugänglich zu sein, auch für wer auch immer, wer halt Lust hat zu kommen. Ja. Und das ist natürlich bei uns auch nicht ganz leicht, weil wir einerseits eine Biozertifizierung machen wollen. Das heißt, einen gewissen Mindestpreis müssen wir natürlich auch verlangen, natürlich auch um uns selbst ordentlich zu bezahlen, um auch soziale Nachhaltigkeit zu haben. Aber natürlich spielt das in unseren Denkprozessen halt schon eine Rolle, dass man zum Beispiel sagt, okay, vielleicht hat man halt immer ein Gesicht, das unter einem gewissen Wert ist, dass man zum Beispiel, es gibt auch Modelle mit verschiedenen Soli-Preisen, ne? Also wie kann man sowas einfach mitdenken, dass man auch möglichst verschiedene Menschen erreicht, die vielleicht auch verschieden viel verdienen und so. Also sowas finde ich schon auch wichtig. Absolut, aber es ist ja auch nicht nur das Kapital. Mhm. Ich glaube, wir tun Menschen auch Unrecht, wenn wir sagen, an Kapital allein scheitert. Mhm. Ja, ja. Es ist ja auch, fühlst du dich in einem Ort willkommen zu betreten? Ja. Und das ist eine Diskussion, die wir an vielen Orten in Berlin auch haben und überall. Das Zugang ist nicht nur eine Frage des finanziellen Kapitals. Das sind so viele Komponenten. Eben, sondern auch des kulturellen Kapitals. Und was kennst du? Und fühlst du dich an einem Ort willkommen? Natürlich ist theoretisch, weil dann gibt es so Argumente, die ich erstmal verstehen kann, woher sie kommen, die aber sehr kurz gedacht sind, wie, na, wenn die Leute irgendwie 2000 Euro im Monat haben, um ein dickes Auto zu leasen, warum geben sie das dann nicht aus für irgendwie das tolle Bio-Essen? So, es ist eine andere Frage. Ich finde, ich kann das auch nicht nachvollziehen, weil mir ein Auto nicht wichtig ist. Aber es ist mir auch nicht wichtig, weil muss es nicht. Ja. So. Ja. Als ich noch Auto gefahren bin, war mein erstes Auto ein Mercedes. Ich muss mir jetzt nicht mehr beweisen, weil ich halt auf einem ganz anderen Kapitallevel irgendwie auch schon aufgewachsen bin und deswegen auch gewisse Zugänge hatte, die ich jetzt ignorieren kann. Ja, so. Ja. Oder die mir jetzt egal sein können. Und das ist dann fast schon so, ja, den Leuten was also vorwerfen, wo, dass sie fürs falsche Geld ausgeben. Ich verstehe, woher es kommt, aber es ist halt wahnsinnig kurz gedacht. Ich verstehe auch, woher es kommt, aber es ist total kurz gedacht. Es kommt total, und das ist halt ein bisschen, man will den Leuten halt was vorschreiben, weil man weiß, dass etwas besser ist. So, nee, eben nicht. Es kann ja einfach sein, dass die Leute sich nicht wohlfühlen in diesem Raum. Absolut. Dass der Raum nicht einladend ist. Ja. Dass der Raum einladend ist für eine gewisse Klientel mit einem gewissen Portemonnaie, aber und einem gewissen, vor allem kulturellen Kapital, aber wenn du da nicht dazugehörst, und Bourdieu nannte das ja die kleinen, feinen Unterschiede, beziehungsweise nur die feinen, das kleine Café, es sind halt die feinen Unterschiede, die unsichtbar sind und die dann einen Raum halt nicht einladend machen für jemanden. Absolut. Und dann gibt es noch so viele andere Komponenten, wie zum Beispiel Barrierefreiheit. Ja, was absolut. Hatte ich ja auch Laura hier im Podcast, was auch sicherlich was ist, wo ich durch sie einfach noch viel stärker sensibilisiert bin. Oder sie einmal gesagt hat, ich bin die einzige Freundin von ihr, die in einer Erdgeschosswohnung wohnt, die sie besuchen kann. So richtig, weil die meisten Leute in Berlin ja halt irgendwie Altbau, dritter Stock ohne Lift und so. Oder auch so Dinge wie, also auch eine Komponente, mehrgewichtige Menschen, also dass man zum Beispiel Sitzmöbel in ein Restaurant macht, die halt nicht, also das sind auch, also, ne, also Inklusion und Zugänglichkeit findet auf so vielen Ebenen statt. Und, absolut. Da hat zum Beispiel Melodie Michelberger in ihrem Buch drüber geschrieben und das war auch so,
Stimmt, habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber werde ich tun. So. Also ich hatte das tatsächlich, vor ein paar Tagen war ich im Radio und das ist so eine Sendung, wo ich manchmal zu Gast bin und ist ganz toll und ich setze mich, wir haben halt diesmal in einem leerstehenden Restaurant aufgenommen, live gesendet und ich setze mich in den Stuhl und passe gerade so rein. Mhm. Passe mit meinem werten Hintern gerade so rein. Mhm. Und ich dachte, wow. Und hast du was gesagt? Nein. Ja, ja, ja. Aber das also was hätte man in dem Moment machen können? Der Sender hatte halt diese leere Restaurant, glaube ich, gemietet. Ich bin so dankbar, weißt du, dass ich so Feedback bekomme auch, dass ich Das ist auch etwas, es ist so oft passiert, dass ich das irgendwie ignoriere. Mhm. Und ja, ich sah halt früher ganz anders aus als heute. Oder zumindest in meinem Spiegelbild. Ich glaube, der reale Unterschied ist gar nicht so groß. Aber ja, man gewöhnt sich so dran. Man gewöhnt sich dran, dass jetzt auch für jemand wie ich, die jetzt nicht groß weit weg ist vom Normkörper, glaube ich, einfach nicht in den... Also gerade das heißt, so wie eng auch dieser... Also ne, wie wenig das mitgedacht ist, auch bei diesen Möbeln. Also, genau, also so... Sagen. Ich bin, das impliziert ja, dass der ideale Gast super schlank ist, der in diesen Laden geht. Und also der ideale Gast muss halt auch eine ideale Gewichtsverteilung in seinem Körper haben und idealen Körperbau. Und selbst als ich sehr, 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 sehr viel dünner war, als ich es heute war oder weniger gewogen habe, eher so, hatte ich das manchmal. Mhm. Mhm. Ja, weil mein Körper einfach anders gebaut ist. Ja. Sehe halt ein bisschen aus wie Betty Boop, so. Und das Curvy würde man das, manche Leute das wahrscheinlich nennen. Und ich passe dann auch damals schon nicht und heute erst recht nicht, wo ich ein bisschen entspannter, auch beruflich esse und vor allem entspannter esse. Ja. Ja, siehst du, passe ich nur so gerade so in den Stuhl. Ja, und ich bin so froh, dass ich, und ich muss sagen, da kommt auch viel so über FollowerInnen, über Social Media. Also da ist es oft eher so das Thema, wenn man irgendeine Klamottenkooperation oder auch selbst jetzt irgendwie für Better Place habe ich ja so eine Aktion mitgemacht, dass es auch die Kritik gab, die T-Shirts gibt es nur bis Größe XL. So, ne? Also da auch immer wieder den Anstoß und das Feedback gebe. So, ist halt echt schade, weil ihr schließt halt auch Leute aus einfach, die dann eben zum Beispiel bei dieser Aktion nicht mitmachen können für Better Place. Und also das mit den Stühlen bin ich wirklich froh, weil wir einfach das mit auf dem Schirm haben. Ja? Also da habe ich jetzt zum Glück durch dieses Buch ein Stück weit die Brille auf. Ja. Und das ist ja der Punkt. Wir werden sicherlich, also man kann... Man wird immer Fehler man wird halt immer lernen. So. Ja. Aber ich finde es eben total wichtig, schon in dieser Planungsphase so Sachen mitzudenken. Aber da hast du gerade ein wichtiges Wort gesagt, lernen. Mhm. Ich glaube, das ist... Wir müssen es mehr normalisieren, dass wir alle konstant lernen. Mhm. Vor einiger Zeit hat mich auf Twitter jemand drauf... Da hatte ich einfach so in meiner Wut was Blödes rausgehauen... Oder mich über irgendwas aufgeregt und hatte das Wort Idiot benutzt. Mhm, ja. Und dann hat mich jemand darauf hingewiesen, kannst du es bitte lassen? Und natürlich denke ich zuerst so, ey, ich weiß das doch alles, warum weist du mich darauf hin? Aber hey, ich weiß das und habe es trotzdem gemacht. Ja, ich kann auch einfach sagen, ja, hast recht, dumm gelaufen, next time I won't. Nächstes Mal werde ich es lassen. Ja. Und einfach diese Bereitschaft zu haben, zu lernen und Fehler einzugestehen, und dass das eben nicht irgendwann aufhört, wenn du dein Abi hast und dann irgendwie vielleicht sogar einen weiteren jedweden Bildungsweg gehst, sondern dass es einfach nie aufhört. Mhm. Und dass es völlig okay ist. Mhm. Diese Bereitschaft, die alle von sich behaupten in Bewerbungsgesprächen, lebenslanges Lernen, voll okay für mich, aber dann real keiner hat, ist so zentral. Ja, ja, das muss man sich echt wieder mehr bewusst machen und das natürlich durch diese ganze Meinungskultur im Internet auch, keiner will halt irgendwie nicht richtig leben. Ist immer schwierig, Fehler einzugestehen. Ne? Total. Deshalb finde ich, das freue ich mich immer, wenn PolitikerInnen sich auch mal hinstellen und sagen, ja, das Scheiße habe ich falsch gemacht. So. Ja.
sehr, sehr wichtig. Zeugt von Größe, weil die meisten absolut rumlenken ab, reden über gendergerechte Sprache oder irgendwas anderes. Genau, weil ihnen sonst nichts anderes einfällt. Genau, weil sie vom Thema ablenken wollen oder von irgendwelchen Korruptionsgeschichten. Wir sind schon fast bei einer Stunde. Die Frage ist jetzt, möchtest du auch noch was über den neuen Podcast erzählen? Ja, tatsächlich. Ein kleiner Teaser. Genau, Essen. Genau, eigentlich sogar. Ich weiß noch gar nichts. Du weißt noch gar nichts, gar nichts. Ich habe nach meinem zweiten Aufenthalt in London, damals war ich dann in so einer Clique drin. Was heißt Clique? Ich war mit so Leuten bekannt. Die hatten einen Dinnerclub gegründet. Pasta Club, nee, Speck Club. Mhm. Und wie Spaghetti. Und einmal die Woche hat man eine E-Mail bekommen mit einer Adresse. Und man ging halt zu einer Person. Die hat halt gekocht. Man musste kein RSVP abgeben, man musste nicht Bescheid sagen, anmelden oder abmelden, sondern man konnte einfach hingehen und mit einer Flasche Wein oder Saft. Mhm. Und das war, fand ich total spannend. Und ich bin dann nach Berlin zurückgekommen, es war nach dem Brexit, und dachte, ich mache das weiter, aber ich mache es ein bisschen anders. Also Pasta und Politik. Mhm. Und damals hatten wir eine ganz tolle Location. Wir konnten in so eine Community-Location rein. Die machen auch gerade weiter an anderen Orten. Das ist ganz toll. Als Mahalle, das hieß früher anders und war an einem anderen Ort. Und ja, wir konnten da einmal im Monat rein. Und es hat immer mit mir zusammen jemand gekocht. Die haben halt ein Rezept quasi vorher veröffentlicht. Und ich hatte eine Mailingliste an Leuten. Man musste sich nicht an- oder abmelden, was immer ein bisschen schwierig war. Mhm. Mal kamen halt 3 Leute und mal kamen... Das wäre jetzt auch meine erste Frage gewesen. Das ist halt das Event, Risiko. Food-Event-Organisator. Okay, das ist das Risiko. Charming, ja. Ich wollte es halt nur niedrigfällig wie möglich und halt ein Thema mitbringen. Mhm. Also die Person, die gekocht hat, hat das Thema vorgegeben. Oder sogar Gäste mitgebracht. Beim ersten Mal hatten wir dann noch so Thementische, aber irgendwann hat sich so eingebürgert, dass Leute zum Beispiel den Gründer der Initiative Grundeinkommen eingeladen haben. Und irgendwann hatte ich keine Kapazitäten mehr dafür und war wieder nicht in Berlin und bin zurückgekommen und habe angefangen, meine freie Zeit mit Politik auszufüllen, die ich ja noch nach Feierabend mache, und hatte keine Zeit mehr dafür. Und habe schon seit Jahren überlegt, das als in einem anderen Format weiterzumachen. Mhm. Ah. Und dann kam irgendwann Edition F auf mich zu, beziehungsweise die wunderbare Lana, die ich schon ganz lang, glaube ich, aus vom Feiern kenne oder so, mhm. Und hat mich gefragt, ob ich einen Podcast für Edition F machen will. Und ich wollte, und Lana meinte, hey, hast du nicht Lust, dann auch irgendwie deine Pass- und Politik-Idee weiterzumachen? Und ich dachte, funny, you would ask, liebe Lana, ich schreibe gerade genauso ein Konzept. Ja. Ach, cool. Und jetzt machen wir Pasta und Politik quasi als Podcast, nur dass nicht jeder mitessen und diskutieren kann. Doch, diskutieren schon, aber im Nachhinein. Mhm. Ich habe super spannende GästInnen, ganz beeindruckende Menschen, vor allem weiblich Gelesene, aber nicht nur, die ihr Lieblings-Pasta-Rezept mitbringen, weil... Ganz ehrlich, Pasta geht immer. Und selbst das mein Hund liebt Pasta. Ja, ja, und es ist auch, zumindest für mich, als ich Studentin war, habe ich fast jeden Tag Pasta gegessen. Ja. So. Das ist halt, was halt immer schnell geht. Und ja, die Personen bringen ihr Pasta-Rezept mit. Entweder kochen wir remote und jeder isst dann halt vom Rechner. Oder wir kochen sogar zusammen, wenn es möglich ist. Und wir getestet sind und so weiter. Und reden dann über ihre Arbeit. Und es hat in allen Fällen irgendwas mit Politik zu tun. Mhm. Es sind politische AutorInnen, es sind PolitikerInnen, also PolitikerInnen, ja. Mhm. Und spannende Menschen, mit denen ich ja einen Teller Pasta esse und über Politik rede. Und ich freue mich sehr auf alles, was da kommt. Wir haben 8 tolle Folgen jetzt erstmal geplant. Und
ich hoffe natürlich, dass ihr zuhört und es euch gefällt. Ich wollte gerade sagen, ich verlinke es natürlich unbedingt in den Shownotes. Und ich meine, es ist ja auch kein Geheimnis, dass du auch politisch aktiv bist. Man muss nur deinen Namen im Internet eingeben. Das stimmt wohl. Und du bist bei den Grünen. Und ich bin ja seit kurzem auch bei den Grünen. Hey. Bisher nur auf dem Papier. Das hat so ein bisschen auch mit meinen zeitlichen Kapazitäten zu tun. Kenn ich sehr gut. Immerhin auf dem Papier. Und ja, klingt super spannend. Ich habe noch eine ganz kurze Shortcut-Fragen, die ich immer allen Gästen stelle. Und das fängt an damit, was war dein Lieblingsessen als Kind? Oder ein Lieblingsessen? Oh Gott, jetzt bin ich ganz blank und möchte sagen, Hamburger von McDonald's, aber... Okay, cool. nein, Tadik mit Kartoffeln, so. Okay, okay. Beides? Beides. Hast du jetzt sowas wie ein Lieblingsessen? Ich meine, ich passe da... Jetzt ist es schwer einzugrenzen, ich weiß. Oder eins, das dir einfällt. Jegliche Form von Teigtaschen sind schon großes Lieblingsessen. Und immer da, wenn ich gerade keine Kraft habe zum Kochen. Sehr gut. Was für eine Frucht wärst du, wenn du eine Frucht wärst? Ich wüsste nicht, welche ich selbst wäre. Aber ich weiß, zu welchen Früchten ich einen wirklich sehr emotionalen Bezug habe. Ja, okay, dann nehmen wir das. Das sind Maracujas, Mangos und Himbeeren. Und die drei zusammen sind für mich meine Vorstellung davon, wie das Paradies schmeckt. Also bin ich vielleicht eine Maracuja. I contain multitudes. Nee, ich bin Granatapfel. Fuck, ja, ich bin Granatapfel. Ich bin ein Granatapfel. Das habe ich sogar letztens ins Internet geschrieben. Sehr gut, dann gilt's. Und hast du sowas wie ein Lebensmotto oder ein Mantra oder sowas? Dieses Jahr Ambivalenzen aushalten. Mhm, voll gut, ja. Geil, ja, vielen Dank, dass du da warst. Und super gut. Und ich bin voll gespannt auf deinen Podcast. Und, vielen Dank. Ja, freue mich auch mal wieder einfach mit dir zu essen. Vielleicht auch ohne ein Mikrofon vor der Nase. Ja, ne? das machen wir auch mal machen. Am besten sogar Pasta. Mir sind sofort so ein paar Sachen durch den Kopf gegangen, wo ich gedacht habe, so, die vegane Pasta, die könnte ich auch mal für Eider machen. Das schmeckt dir sicher auch. Ja, die Rezepte werden auch sichtbar sein. Ich bin ja auch eine Pasta-Maus. Und ich mag ja auch super gerne Pasta selber zu machen. Also das ist so, wenn ich die Zeit und die Muße dafür habe, dann ist das so echt eins meiner Hobbys, noch so zusätzlich zu kommen. Vielen Dank, dass du da warst. Ich hoffe, ihr hattet auch sehr viel Spaß beim Zuhören. Wir freuen uns natürlich wie immer über ein Abo-Häkchen, über positive Bewertungen und auch über Feedback, Kommentare oder auch eine E-Mail. Und bis zum nächsten Mal in Hoffmanns Küche. Bis zum nächsten Mal in Hoffmanns Küche. Bleibt gesund und esst was Gescheites.